Moin! Ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem weiteren Unboxing-Video und zwar zu einer Laptop-Tasche. Um genau zu sein, ist das die Moco Surface Book 13,5 Zoll Filzsleeve-Hülle Ultrabook Laptop-Tasche, Notebook-Tasche, Laptop-Schutzhülle-Tasche, Laptop-Hülle mit Kartenslot, kleine Filzbag für Surface Book 13,5 Zoll dunkelgrau. So, das war die genaue Produktbezeichnung auf Amazon. Im Grunde ist es einfach nur eine Schutzhülle aus Filz mit einer kleineren weiteren Tasche. Und zwar das Teil, was ich auch schon mal in meinen anderen Videos gezeigt habe, beziehungsweise was man sieht. Das ist halt eine ganz, ganz gute Filztasche zum Schutz von meinem jetzigen Surface Book. Zuvor hatte ich halt die 12,5 Zoll Version. Und ja, die würde ich heute einmal auspacken. Dazu gehe ich natürlich wie gehabt einmal durch die Verpackung. Hier ist aber nicht viel zu sehen. Spezifikationen werde ich euch jetzt nicht nennen oder beziehungsweise ganz kurz mal. Ne? Und ja, dann würde ich das Teil auch auspacken. Wie gesagt, hier sieht man halt die Tasche an sich. Und ja, mehr auch nicht. Und hier hinten dann halt die hintere Seite von der Tasche und diese zusätzliche Bag ist halt dann hier noch drin. Das ist hier die 13,5 Zoll Version für das Surface Book und ich hoffe natürlich, dass das Teil dann sehr, sehr gut hier reinpasst. Ja, als technische Spezifikation ist es halt so ein Filzstoff mit Klettverschluss und ansonsten halt ganz nett anzufassen. Ich würde das jetzt mal auspacken, meine ich. Und ja, fühlt sich wie bei dieser grauen, hellgrauen Version auch sehr, sehr schön an. Hier dann so ein ja, Lederimitat, würde ich eher sagen mal. Ne? Und dann kann man hier halt das Teil hier schön aufmachen. Und das ist wirklich deutlich größer als diese 12,5 Zoll Version. Und hier hat man dann noch so eine Tasche, die kann man hier mit diesem Gummi festmachen oder schließen. Naja, richtig schließen nicht, aber zumindest so ein bisschen fixieren. Und da kommt dann zum Beispiel das Netzteil rein. Wird sicherlich knapp mit dem ganzen Kabel und so weiter, aber ist trotzdem besser als nichts. Oder eine Maus zum Beispiel. Hier hinten, Moment, hier ist dann noch so ein Bereich, wo man auch noch mal was reinmachen kann. Vielleicht dann hier halt das Netzteil. Also, innen ist dann halt auch nochmal so ein samtartiger Stoff. Fässt sich auch schön an. Ne? Da zerkratzt das Gerät auf keinen Fall. Und hier hinten hat man dann auch nochmal solche kleinen Einschubmöglichkeiten für Speicherkarten oder sonst irgendwas. Ne? Kleinigkeiten halt. Ja, das wollte ich euch heute einmal zeigen, das Teil. Ich bin, wie gesagt, mit der 12,5 Zoll Version sehr, sehr zufrieden. Benutze es schon seit mehreren Jahren. Und jetzt habe ich halt die 13,5 Zoll Version. Gekostet hat mich der ganze Spaß knappe 16 Euro bei Amazon. Und ich bin zufrieden. Na? So, falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo dalassen würdet. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss.